Oida, was geht ab, Leute? Team Mobile hier. Heute mal wieder mit einem Meta-Ranking. Und zwar zum Monat Juni. Vor allem jetzt ganz interessant, weil die ganzen Nationals Landesmeisterschaften laufen. Zusätzlich zu den normalen Regionals immer. Und wie ihr sehen könnt, mit dem neuen Layout, also ich erkläre mal ein bisschen was dazu. Dann wir als erstes den Platz halt, den Rang des Decks. Dann halt das Deck an sich, ein Bild dazu. Darunter den Rang, den es den Monat davor hatte, also auf der Liste davor. Dann weiter rechts, ein paar Details, nochmal ein Bild. Dann unten eine Prediction, welchen Platz es auf der nächsten Liste erreichen wird. Dann haben wir da rechts nochmal ein paar Details eben, ein paar Platzierungen von dem Deck, die vielleicht ganz interessant waren. Dann fangen wir auch schon mal an. Dann wäre als erstes, also auf Platz 10, Volcanics. Es gab nicht viel Auswahl auf Platz 10. Kennec hat einmal getoppt, wie ich es gesehen habe. Und ansonsten Yang Xing hat auch einmal getoppt. Ich habe mich für Volcanic halt entschieden. Hat einen kleinen Boost bekommen mit Jar of Avarice, den man möglicherweise in dem Deck spielen kann. Ansonsten ist der Überraschungsfaktor weg und das Deck kann nicht mehr wirklich viel. Und ich erwarte, dass es nächsten Monat gar nicht mehr auf der Liste sein wird. Gar nicht mehr in den Top 10. Dann haben wir als nächstes Infernoid. Hat auch ein paar Regionals getoppt, war letzten Monat auf Platz 8, jetzt auf Platz 9. Wird sich, denke ich mal, nächsten Monat auch nicht viel ändern dran. Es dauert noch bis zum nächsten Booster Set 2 Monate, bis der Support rauskommt und das Deck dann richtig krass wird. Dann wird es sicher in die Top 5 einsteigen, wenn nicht sogar auf Platz 1. Aber bis dahin erstmal nur Platz 9. Dann auf Platz 8 haben wir Heroes. Die waren letzten Monat Platz 9, haben einfach Plätze getauscht mit Infernoids. Haben ein paar interessante Sachen getoppt, also Regional einmal erster, UK National sogar Top 16 und Heroes immer ein gefährliches Deck, wird immer gespielt, aber für mehr als Top 8 reicht es leider nicht. Es sei denn, Stratos oder so kommt zurück, nächste Banlist. Dann auf Platz 7 haben wir Jusenju, was letzten Monat sogar auf Platz 4 war, überraschenderweise, stark gesunken. Aber letzten Monat war, glaube ich, besonders, war einfach so eine Art Anomalie, dass die so weit oben waren. Denke, Platz 7 bis 8 ist da, wo sie hingehören. Toppen halt hier und da mal immer wieder was, vor allem Regionals, aber mehr halt auch nicht. Auf Platz 6 haben wir Ritual Beast. War letzten Monat auf Platz 7, ist einen Rang gestiegen. Wie ihr rechts sehen könnt, einmal Erster, einmal Zweiter geworden, Regionals, nicht schlecht. Und von den Tier 2 Decks auf jeden Fall das Beste. Ist auf jeden Fall ganz knapp hinter den Top 5 und kann gut sein, dass nachdem die Liste rauskommt und ein paar von den Top 5 Decks geschwächt werden, dann Ritual Beast ein bisschen steigen könnte. Aber bis dahin erstmal nur Platz 6. Auf Platz 5 haben wir Clifford, genau wie beim letzten Mal. Es hat vieles getoppt, mit Lose One Turn ist es zurückgekommen, wieder vermehrt gespielt. Es ist immer in den Tops dabei, zum Beispiel dritter Platz, YCS Columbus, 150. YCS. Aber es gewinnt halt nichts. Nirgendwo Erster oder sogar Zweiter. Aber auf jedem Turnier immer in den Tops mit dabei und die neue Bandlist rauskommt und die anderen Decks geschwächt werden und Clifford halt nicht, weil es ja schon eigentlich alles geschwächt wurde, was geht, dann könnte es sein, dass es auf jeden Fall stärker wird und weiter steigen wird. Dann haben wir auf Platz 4 Shadol, letzten Monat auf Platz 2 gewesen. Vielleicht werden ein paar von euch nicht mit der Platzierung übereinstimmen, zustimmen, aber Shadol ist eher Hype, meiner Meinung nach. Man denkt, es ist gut, aber so oft hat es gar nicht gewonnen. Also rechts könnt ihr sehen, es hat einmal also tschechische Nationals gewonnen, mit Longdow halt, und dann einmal Zweiter. Und DM sind sogar mehr Shadol-Decks angetreten als Snecross-Decks, aber die haben nicht wirklich viel was gerissen. Man hat halt irgendwie im Kopf, dass Shadol auf Platz 2 ist und eigentlich voll stark ist. Aber wenn man sich die Ergebnisse genauer mal anschaut, dann verdient es einfach nur Platz 4. Dann haben wir auf Platz 3 die Rückkehr von Burning Abyss. Letzten Monat noch auf Platz 6 gesunken, gefallen, sehr überraschend. Viele dachten, Burning Abyss sei tot, aber es konnte sich nochmal zurückkämpfen. Trotz dem schlechten Support hat es ein paar andere interessante Karten gefunden, die sie jetzt ausnutzen können. Ich habe dazu ein Video gemacht, könnt ihr gerne anschauen. Ansonsten könnt ihr rechts sehen, die haben Belgische gewonnen, Nationals in Costa Rica auch und Top 4 in Brasilien. Also auf jeden Fall wieder mit dabei. Auch richtig viele Top 32 auf der YCS in Amerika jetzt gerade, 150. Und ja, Burning Abyss ist auf jeden Fall wieder mit dabei. Mein Kumpel
von Team Ragnarok, der leidende Dennis, hat jetzt auch seinen Necrostack verkauft und ist wieder zurück auf Burning Abyss gestiegen. Und mal schauen, was das nächsten Monat reißen kann. Dann auf Platz 2 haben wir Satella Knight. Ist gestiegen vom Platz 3 vom letzten Monat. Ein großer Grund, wieso ich Satella Knight vor Burning Abyss getan habe, diese Liste, war, dass sie die UK Nationals gewonnen haben. UK ist halt das zweitgrößte europäische Land mit Nationals, hinter Deutschland halt. Und dass Satella Knight das gewonnen hat, ist schon nicht schlecht. Vor allem, weil man irgendwie denkt, dass Satella Knight die ganze Zeit zwar in den Tops ist, aber nie irgendwas reißt. Deswegen ein erster Platz nicht schlecht für die. Dann haben wir natürlich auf Platz 1 Necros. Letzten Monat auf Platz 1, nächsten Monat auch Platz 1. Erster Platz auf der DM, dritter auf der UK National, erster in Argentinien. So 1, 1, 1, überall 1. Das war's dann auch schon, Leute. Wie immer liken, kommentieren, subscriben. Könnt gerne einen Kommentar hinterlassen, was ihr von der Liste haltet. Checkt unsere Sponsoren ab, unsere Links und ciao.